Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Metroid Zero Mission. Part 3 ist es, glaube ich. Ja, ich bin offscreen zurückgelaufen an das Schiff und habe unsere Energie wieder aufgefüllt. Die war nämlich ziemlich leer. Wir haben ja ein bisschen Misserfolg gehabt in den letzten Part. Und das wollen wir jetzt erstmal wieder aufholen. Dafür gehen wir zurück, weil anscheinend gab es an dem Schiff jetzt so gesehen nichts weiteres. Und wir müssen... genau, wir müssen die Missiles... Ne, die Missiles haben wir geholt genommen. Ja, wir haben 25. Das heißt, wir haben schon 3 Upgrades oder 4. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Wir starten mit 5. Insgesamt haben wir 5 Stück schon aufgesammelt, okay. Kann das Ding mal sterben. Jetzt ist unsere ganze Energie schon wieder aufgebraucht. Das ist ein bisschen unpraktisch, aber kann man jetzt auch nichts dran ändern. Okay. Alles für... Jetzt war es eh umsonst, dass ich offscreen zurückgelaufen bin. Hätte ich auch direkt hier bleiben können. Ist egal, jetzt gehen wir erstmal weiter. Da oben lang. Fogg zu der Weiße nicht so viel Schaden kassieren. Denn wir müssen ja auch noch. Da oben gab es nichts, das weiß ich noch. Da unten konnte man nicht lang, aber ich kann mal gerade schauen, ob wenn man da einfach drüber läuft. Das dann aufgeht. Ne, okay. Jede Energie wollen wir auf jeden Fall mitholen. So. Den besiegen wir mal schnell. Vielleicht hat er noch was für uns. Ne. Den besiegen wir. Und hier war das, wo wir unten lang hätten müssen, damit wir diesen Sprung schaffen, genau. So, jetzt sind wir schon mal weiter als vorher. Und hier gibt es ein nächstes Item. Das müsste, wenn ich mich nicht irre, der Eisbeam sein, genau, okay. Den holen wir mit Freude mit. Ist jetzt automatisch, ja. Und wir heilen uns. Okay, dann war es eigentlich umsonst, dass ich zurückgelaufen bin, aber ich meine, das habt ihr nicht mitbekommen. Und wir gehen hier lang. Genau, jetzt können wir nämlich auf eingefrorenen Gegnern stehen. Und uns eröffnen sich so neue Wege. Am besten alles so abschießen, dass man da auch hochspringen kann. Sonst muss man, wie ich jetzt gerade so drumherum springen und dann fällt man auch sehr schnell mal runter. Unpraktisch. Den müssen wir auch einfrieren. So. Und der sagt uns jetzt wahrscheinlich, wo wir als nächstes hin sollen. Und heilt uns bevorzugterweise. Okay, wir sollen wieder in Norfair, nach Norfair sollen wir. Und nach Quaid. Okay, das bedeutet. Ja. Ich denke, jeder weiß, was das bedeutet. Wir bekommen unseren ersten größeren Kampf. So. Gucken wir uns kurz den Ball. Ich glaube, hier können wir nicht lang, weil hier ist wieder sehr heiß. Ne, okay. So, die abschießen. Da oben festhalten. Den abschießen. Einfach damit er uns nicht stört. Okay, ist egal. Hier gibt es nur heiße Lava. Oder heißer Magma, Raum, was auch immer. Und wir wollen jetzt zurück. Da kommen wir her. Dann nehme ich auch jetzt ein bisschen den Schaden in Kauf. Das macht jetzt nichts aus.
Ich schieße sie jetzt einfach mal sicherheitshalber ab, damit wir nicht zu viel unnötigen Schaden abbekommen. Hier geht es nicht lang. Aber hier muss es doch eigentlich irgendwie lang gehen. Okay, mit dem Eisbeam können wir das kaputt machen. Ah, dann denke ich, müssen wir den einfach befreien. Und da oben abschießen. Genau. Relativ simpel. Okay, das kann man auch einfrieren, das ist sehr nützlich. Und oh, weiter geht's. Speichern auf jeden Fall. Aus Fehlern lernt man. Ich speichere jetzt immer. Man weiß nie, durch was und wann man stirbt. Wir sollten zurück, soviel ich weiß. Und wir wollen zu Quaid, aber das Ding ist, ich glaube, ich weiß, wo wir noch etwas finden, das uns hilfreich sein könnte. Wenn es dann noch so verteilt ist, wie es in dem Vorgänger immer war. An dem können wir uns leider nicht festhalten, das ist ein bisschen schade. Das wird es uns auf jeden Fall erleichtern. Hier können wir speichern, wir haben aber gerade erst gespeichert. So, die machen wir schnell kaputt. Aber hier wollte ich nicht lang. Oder haben wir da schon alles? Ne, haben wir noch nicht, aber wir wollen da oben lang. Ich gehe mal davon aus, dass wir das auch schon können. Bevor wir hier lang gehen, da oben gibt es natürlich auch noch was. Können wir sogar erst lang, wenn wir ein Eisbeam haben. Was gibt es denn hier? Oh, ein Missile Container. Okay. Hätten wir schon 35, das ist schon mal ein guter Start. Aber wir sind wegen diesem Raum hier. Können wir vielleicht an die Energie daran? Ne, okay. Und so wie ich weiß, müssen wir die oberste Schiene holen. Okay, wir holen die mittlere, hier die. Machen wir das kaputt. Geschenk der Energie sollte man nicht einfach ignorieren. Gerade in meinem Fall, okay, da gab's geht's gar nicht lang. So, die holen wir mit. Da ist ein Speicherpunkt. Den holen wir sicherheitshalber. Ich weiß nicht, was auf uns wartet hinten in dem nächsten Raum. Ja, deswegen holen wir mit. Hier gibt's wieder diese Viecher. Und hier gibt es einen Missile-Container. Ich war mir nicht ziemlich sicher, dass es hier etwas anderes gibt. Gehen wir jetzt hier hoch, genau. Wir können uns da festhalten. Werden wir auch von der anderen Seite ran müssen, okay. Da können wir auch schon hin. Dann tun wir das doch mal. Thank you.
das war dumm. Schauen wir es nochmal raus. Auch oh, gerade so. Der ist egal. Wir kommen jetzt eh von der anderen Seite, da können wir uns nochmal auffüllen. War nicht die beste Idee. Achso, da sind auch Gegner drin. Sollte ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Die geben aber mir auch alle keine Energie. Das ist sehr unpraktisch. Ja, besiegt. Nicht so schlimm. Wir haben... Haben wir gespeichert? Ja. Jetzt haben wir wenigstens auch noch ein bisschen mehr Energie. Der Missile Container, den wir jetzt quasi verloren haben, den holen wir uns jetzt eh gleich wieder. Oder haben wir den schon? Ach, ich glaube, den haben wir schon. Ja, da ist es. Drecksvieh. Hier lang. Also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt oben durchkommen. Die können wir ignorieren, die machen uns nichts. Aber wir schießen mal einfach ein bisschen rum, falls sie uns doch dumm kommen. So. Jetzt kommen wir nämlich hier lang. Okay, wir machen die erstmal kaputt. Die nerven ein bisschen. Okay, wir haben, hätten eh da lang gemusst, dann ist auch von Vorteil, die zu besiegen. So, hier Raketenwerfer. Unten waren wir schon und genau, hier gibt es den Scheißwurm wieder. Wir haben ihn besiegt. Sehr schön. Der gibt sogar was für uns. Dann schauen wir mal, was das ist. Der Schatzbeam. Schatzbeam. Der ist auch neu. Dann hätten wir wenigstens was erreicht. Den Wurm besiegt. Also ein neues Item bekommen. Da unten gibt es die Missile-Station. Die ist für uns unwichtig. Wir wollen da oben lang. So, da können wir jetzt auch hin. Mit dem Mantsprung sollten wir auch da hochkommen. Oder ist er hier nicht ausführbar? Doch, der geht. Das ist meine Inkompetenz. Geht das auf der Seite wirklich nicht? Ja doch, jetzt geht's. Das ist natürlich das Teil hier. Kann ich das entfrieren? Nee, das geht nicht. Okay. Oh, wenn ich es hier mache, dann geht's direkt. Ich komme hier eh nicht hoch. Dann können wir auch eigentlich wieder zurücklaufen. Die Missile Beams, die Missiles, die bekommen wir eh früher oder später, wenn wir da nochmal hinlaufen.
eigentlich hier falsch? Das ist egal, wo ich lang laufe. Ne, ich bin richtig okay. Okay, dann geht's hier lang? Nee. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Energie. Die möchte ich bevorzugterweise ignorieren. Moment, 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 Moment. Ich weiß aber, dass wir jetzt wie hier an die Missiles rankommen, wenn diese scheiß Dinger mich nicht immer angreifen würden. Okay, jetzt ging's. Und dann kommt so ein Vieh. Ich hoffe, wir haben irgendwo gespeichert, wo ich... Ist egal. Dann gehen wir jetzt einfach zurück. Ein bisschen störend ist es, aber es gibt Schlimmeres. Nach Crate und dafür sind wir hier richtig. Da unten gibt es auch noch eine Speicherstation, die wir gleich holen. Aber vorher müsste ich noch was nachschauen. Und zwar gab es früher, genau, gab es hier dieses Energiepack und dafür brauchen wir diese Viecher, die gerade von der Decke gefallen sind. Moment, die sind, ich besieg die ja direkt, wie soll ich denn dann da hochkommen? Oh, ich habe den Charge-Beam jetzt noch gar nicht, das ist scheiße. Egal, anderes Mal. Wir gehen speichern und gehen nach Crate. Ne, doch, wir gehen nach Crate. Und erst speichern, dann nach Crate. So, gehen wir erstmal hier lang. Gespeichert haben wir gerade erst. Und die berühmte Samus-Musik. Metroid-Musik. Eine der besten, die es gibt. We'll be right back.
das Team großteils einmal durchgelaufen. Und wir machen uns auf die Suche nach dem Raum, zu dem wir sollen. Hier gibt es auch wieder einen Missile-Raum. Okay. Da oben geht es lang, wenn wir rechtzeitig dorthin kommen. Da wollen wir lang. Ich warte jetzt mal, bis die Steine wieder spawnen. Wenn die auch wiederkommen. Ich glaube nämlich nicht. Das war ein Fehler, okay. Ah. Bewegt sich das Ding jetzt auch? Wenn ich da oben drauf schieße vielleicht? Wie kann ich das jetzt bewegen? Doch erst, wenn ich alles freigeschossen habe. Okay, das geht auch noch nicht. Das heißt, wir müssen doch erst irgendwo anders lang. Suchen ist jetzt einmal hier. Ich verstehe nicht, wie ich das Ding hier aktiviere. Ich komme nicht mehr raus. Ja. Oh, mal wieder gestorben. Ja gut. Dann mal wieder ein sehr erfolgreicher Part. Ja. Keine Ahnung, ich versuche es im nächsten Part besser zu machen, aber ich muss mich doch erstmal wieder in das Spiel reinfinden, weil sich einiges geändert hat zu der Originalversion. Auf jeden Fall danke ich fürs Zuschauen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.